Oh, ich glaube, jetzt sind wir in einem Wald, oder? Ist das ein Loch? Verdammt, da ist ein Loch. Oh oh. Here we are, where it happened. Whoa! Huh? What is this? Don't get too close. Long ago, this pit appeared, swallowing up the land. It made a strange light, blanketing the area in its hue. And that's when Red saved our village. A strange light? You mean like the one we saw on Hakolo Island? Yes, the very same. Except the events here weren't quite as recent. It all happened 50 years ago. What could this be? I've never seen anything like this. Hmm? What are you doing? It's not safe! I'll be fine. Okay, pal, let's do this. Red and Guardian Ratha were able to subdue the monster. I hate to think what might have happened without their help. Ah, so that's how it was. First the light, then monsters turning into maniacs. It's just like Hakolo Island! Yes. At the time, we thought these strange things were only happening here. But we were wrong. It was Red who showed us that. A couple of decades passed, and then he came to see us again. He'd found pits and strange light in other places, all around. All those years, he'd never stopped searching for answers. Some awe-inspiring stuff! Before anyone else, Red figured it out. He knew the world was in grave danger. What was that? Emma, get back! Alwyn! It's just like that time. Here it comes! It's up to us to stop it. Ready? Right on! Alles klar, ein wild gewordenes Raytheon. Oh fuck.
genau wie vor 50 Jahren, aber ich bin nicht dasselbe wie damals. Dieses Mal schütze ich Russo und Anna. Vergiss uns nicht, wir haben den Ananas damals auf der Insel Akola erledigt, weißt du? Sie ist ganz schön feurig. Erstmal den Schwanz, der ist gefährlich. Okay, das wirkt. Ah, warte mal, die benutzt Geschwindigkeit, ne? Dann brauchen wir Technik. Toxischer Saldo. Ja, nicht so geil. Oh, oh, oh. Wirkungslos, ja, gegenhalten. Raytheon ist es halt, ja. Haben auch Gift in ihren Schwänzen, du weißt, was zu tun ist. Greift er mich an? Der greift mich an. Technik war es, ne? Ja. Okay, okay, okay. Wie weit haben wir den Schwanz schon runter? Über die Hälfte. Ja, schaut mal ein Monster an. Nee, nee, nicht so geil. Toxischer Saldo, ja, dann passt schon, dass ich ihn heile. Aber der gut, dass wir den haben, weil der verträgt halt Gift, ne? Och, Alvin, sprich dich doch mit mir ab, Mann. Zweimal? Das ist sehr übel. Oh Junge, jetzt ist sie wütend. Was kommt als nächstes von ihr? Oh, ich bin vergiftet, auch nicht geil. Oh. So, jetzt halt schauen, was der Alvin macht. Oh, passt schon, wir haben Ride on. Wir können weiter mit dem Flammensprenger. Oh Gott, das wird alle treffen. Das ist stark, aber wir können es uns nicht leisten zu verlieren. Schau, ich mach dich bereit. Das Lustige ist, man sieht doch nicht mal großartig, was die macht, wenn sie sauer ist. Weil die schaut halt immer böse aus. Ja, ist das nervig, dass man sich so oft heilen muss, weil man so wenig Energie hat und die halt so viel abzieht. Ja, ja, Eiszapfen reicht. Können nicht mal ihren blöden Schwanz angreifen, der ist doch viel schneller kaputt. Ja.
Oh, nochmal Ride On. Autsch. Was er denn zweimal machen kann, nervt mich. Das blockt ja ihr Ding eigentlich, ne? Ja, sehr gut. So. Warte, es war gar kein Crit. Komisch. Wirklich Gift. Es ist eine Raytheon, Alter, die verspielt Gift. Okay, sie ist wieder da. Jetzt müssen wir mal langsam sicher in Richtung Ende kommen. Dass Schalk jetzt wahrscheinlich dann drauf geht, ne? Der benutzt lieber Perforierschuss, alles klar, dann werde ich auch heilen. Ja. Autsch. Okay, das Gift kann auch weggehen. Aber warte, sie greift mich an. Nicht geil. Was macht das eigentlich? Oh. Jetzt ist mein Körper auch gleich weg. Wow, 12. Ah, sehr gut. Ride On ist drin. Ist die noch sauer? Ich weiß gar nicht, ob die noch sauer ist. Toxischer Saldo. Oh, wait. Break, break, break. Yes. Fantastisch. Wir haben gewonnen. Gute Arbeit, Alvin. Dankeschön. Ich habe endlich das Gefühl, dass ich Ride ein wenig einnulle. Und 11 mit unserem Shadow. Ah, deswegen sind vielleicht die ganzen Raytheon losgezogen von der Insel, um die Monster zu bekämpfen, die aus den Dingern kommen. I trust you're unharmed, Anna. I'm fine. And so is the egg. What could have caused that Raytheon to lose control like that? The light. When you defeated the Anjanath. I think it's ready to come out. Really? You think it'll hatch soon? Yes. We'd better get back. Ja, ich krieg mein Radar los. Du hast eine Medaille erhalten, Freund von Alvin. Aus das Radarsei wird bald etwas schlüpfen. Gehen wir zum Haus des Ältesten und zwar schnell. Ups. Auch wenn es mich schmerzt, wir werden jetzt zurückgehen, speichern und dann muss ich aufhören. Ist wieder ein bisschen spät geworden. Ich hätte nicht zu viel. Oh. Alles klar, wir schauen es uns doch noch an.
Now, the kinship stone. Buddy, remember what Kana said. Believe in yourself. Small. That's true! He's got cute little wings! Everybody's gonna love you, little guy! Elder. Make no mistake. So that's it. What are you talking about? This is the destructive monster from the legend. Somehow, I was picturing something more impressive. He may look weak now, but one day... Can you stop with all the doom and gloom? He's just a little baby! Zelad, you must show them. Yes, as you wish. If it's proof you're seeking... You'll find it at the Dragon Shrine. I must report back to Kyle. That Rathalos is no runt. Okay, scheinbar kriege ich erst einen kleinen Rathalos, den ich nicht benutzen kann. This is the legendary monster, Razewing Ratha, the monster with the wings of ruin. It is said that long ago, a flightless Rathalos was born in these lands. At the same time the Rathalos was born, disasters started to befall the world. Sensing that the Rathalos was responsible, the people banded together to hunt it down. In an effort to escape, the Rathalos's wings grew, and it took flight. It blanketed the world in light. And brought ruin to all in its path. Brought ruin to all?
Razewing Ratha was responsible for all that? So the legend says. It's thought that because of this legend, Rathalos are as revered as they are in your homeland. Oh. But still... Our ancestors passed down this story. There must be a reason why. It would be folly to ignore its warnings. Well, what do you expect us to do? You want to get rid of this little guy? What if we were to awaken its power? Huh? Zealot, I don't understand. If we believe the legend, it means this monster's true power is still lying dormant. In my opinion, the rite of channeling won't be enough to help us. But if we can draw out its true power, we can see if it's the force we all fear. But what if it truly does possess the wings of ruin, like in the legend? In that case, what do you suggest we do? I know of a Wyverian who can both awaken and inhibit a monster's abilities. If the worst should happen, he should be able to seal away this Rathalos's power. Nice! That sure seems like a good game plan, Zellard! Wait, that guy really sounds familiar. I wonder... The last I heard of him, he was staying in Kuan Village. Kuan Village! I knew it! It's gotta be old Dede! You know him, Naviru? Yeah, he and I go way back! I know the road to Kuan like the back of my paw, buddy! I'll go as well. I'm the one who gave you the egg. I will stay by your side until we can understand the truth of Ratha's power. I hope you realize what you are getting yourselves into. This will be neither easy nor safe. There's no guarantee you will succeed. With that in mind, do you still plan on going? Yes. What do you think, Zealot? Legends can be interpreted in a number of ways. None of us can say what they mean for sure. Having said that, if there is even the tiniest sliver of hope, I believe it is worth the risk. Alwyn, set things up for them to depart. Yes, sir. Onward and upward, buddy! Go if you must. We'll pray for your safety. Thank you. Da, oh, Schweinerei. Ich dachte, ich habe einen ausgewachsenen Rathalos. Ich meine, klar, der ist noch klein, aber die anderen sind ja auch immer gleich. Neugeborener Ratha. So, irgendwann mal an Riding oder an Ritos die Überlegung teilzunehmen. Und auch für die Verwendung von Bindungs- und anderen Fähigkeiten, wenn es kam. Sei es ein Rider, ist es deine Aufgabe, diesen jungen Rathalos zu beschützen, um zu einem guten Monster zu erziehen. Kuan, überlass die Navigation hier ruhig dem guten alten Naviru. Hey, warte, wir sollten nicht gehen, ohne Alwyn Tschüss zu sagen. Geh zu ihm, wenn du auf dich bereit bist. Ratha ist jetzt dein Monster. Ja, aber ich dachte, der kann nicht kämpfen. Ach, jetzt kann ich 6 Viecher mitnehmen. Okay. Kann ich jetzt aus dem Dorf raus? Wahrscheinlich eher nicht. Blickst du zum Dorf Kuhn auf Albin, würde ich nicht begleiten können. Nein. Okay, wir können auch so rumlaufen. Er ist halt wirklich dann schon größer. Oh ja, der schaut einfach mal geil aus.
Heimlichkeit. Wenn du ein Monster gerade als Heimlichkeit benutzt, kann drücke B, um die Gegenwart vom Monster zu verbergen. Wie lange hat er das? Komisch. Wenn wir jetzt das betreten, was kommt denn dann raus? Ein großes Gebiet. Oh, da ist einer von denen. Ah, da ist schon das Eierding. Alter, der hat voll die Messerflügel, ne? Riecht nicht nach viel. Oh nein, die Eier sind alle weg. Na gut, war nichts Gescheites. Das wird dann eher ein Monster zum Verarbeiten. Was ich eher schlimm als wieder anhören, ne? Kann die wohl eigentlich kämpfen? Mehr Erfahrungspunkte wie die anderen? Wahrscheinlich nicht, ne? Du kannst sie voll heimlich überfallen, ne? Stark. Ah, der schaut schon geil aus, ey. Monster, was kann der Klingenschärfen Stachelbomben? Wow, das ging jetzt fix. Kraftschuss. Ja, jetzt sind wir dann wieder bloß alleine gegen die Monster, ne? Das könnte dann schon wieder härter werden. Wird wahrscheinlich eher der Hammer sein, was ich dagegen brauche, aber... Ja, ist der Hammer. Okay, er ist stinkig. Ah, jetzt liegt er am Boden. Jetzt alle drauf. Azuros macht den Rest. Nee, wie hat er geheißen? Cool. Schau. Müssen wir eigentlich ein bisschen grinden gehen, ne? Damit wir unseren Rasan aufbringen. Ich konnte seinen Namen auch gar nicht ändern, fällt mir gerade auf. Na gut. Dann machen wir jetzt aber dann Schluss. Dann sind es jetzt halt 3 Folgen. Nein, auf. Hopp, hoch da. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Die Story nimmt jetzt ja langsam mal Fahrt auf. Wir kriegen auch langsam auch Monsters, die oben mir gefallen. Und wir sind jetzt voll in Albin reingeschmissen worden. Oder. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vor allem, wenn sie dann die Fähigkeit aktivieren. Was passiert dann? Ich meine. Ich vermute ja, diese Legende besagte, dass die gesagt haben, dass ja der Rathalos ohne Schwingen ist ja schuld, deswegen haben die den anderen gejagt, das hat dann seine Fähigkeit aktiviert oder seine Macht aktiviert und er hat dann alles zerstört. Ich glaube, die Leute haben ihn einfach beschissen behandelt und deswegen ist er ausgerastet. Ganz einfach, so hört sich das an, weil die können nicht einfach sagen, ja, der ist schuld.
Vor allem, das gab es ja vorher schon, da gab es keinen Rathalos, der wo durchgedreht ist. Ist ja egal. Bin gespannt, wie es weitergeht. Also, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.